das unsterbliche Biest, von oben auf alles und jeden herabblickend, ausgestattet mit einem Körper, an dem selbst Schwerter zerbersten und Gegner verzweifeln, und doch mit einer Schande ausgestattet, einer Narbe, deren Schmerz tief, tief sitzt. Diesen Schmerz versuchend, mit Alkohol zu ertrinken, doch schafft man es nicht. Der Wunsch nach dem Tod steigt und steigt, doch es ist unmöglich, verdammt, auf ewig zu leben. Doch von wem stammt diese Narbe? Im letzten Kapitel haben wir ein Bild von Kaido gesehen vor 20 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Narbe noch nicht. Also muss es ein Charakter gewesen sein, der Kaido in den letzten 20 Jahren konfrontieren konnte. Bei genauerem Hinsehen kommt einem diese Narbe bekannt vor. Denn auch Ruffy hat so eine auf seinem Bauch, welche ebenfalls die Form eines X's besitzt. Könnte es sein, dass Ruffys und Kaidos Narbe von derselben Person stammen? Könnte Akainu Kaido seine Narbe verpasst haben? Möglich wäre es durchaus. Stärketechnisch könnte ein Akainu einem Kaido sicherlich Schmerz zufügen, auch schon damals als Vizeadmiral. Es ist durchaus möglich, dass er geschickt wurde, ein Kaliber wie Kaido entgegenzutreten. Vielleicht war dies Ganze aber auch schon zu seiner Admiralszeit. Ist dies vielleicht mit ein Grund, warum Akainu zögert, Kizaru nach Wano Kuni zu schicken? Was denkt ihr? Sieht die Narbe nur zufällig wie Ruffys aus oder stammen beide von Akainu? Das ist einfach nur eine kleine Idee gewesen, die mir durch den Kopf gesprungen ist. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.